ganz schön verrückt hier draußen. Es baut sich was auf. Keine Ahnung, wie lange die Leute noch bleiben. Ich bin hier, also komm vorbei, wenn du kannst. Bis dann. Okay, Amy. Wieder hat sie mal zu Folgenbeginn angerufen. Ich glaube, das hat sie einfach im Urin. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speeds. Bevor ich weiterfahre, was will ich eigentlich als nächstes angehen? Was haben wir hier? Ein kleines Sprintrennen. Saturday Night Drive, das kennen wir schon. Ist aber eins mit Sternchen, also machen wir das mal. 8000 gibt's dafür, bitte dahin. Wir müssen wieder fleißig Geld sammeln, weil wir können auch unsere Corvette, den Murcielago, verbessern, ja. Aber dazu müssen wir bei Amy vorankommen, deswegen sollte ich eigentlich die Mission für mit Amy machen, aber wir brauchen auch Geld für neue Teile und neue Folie, aha. Und eben später auch für neue Wagen und von daher einfach Geld verdient. Das ist einfach die Devise und alles andere kommt dann schon nebenbei. Hab gerade wieder Lust mit der Corvette zu fahren, weil mit der fühle ich mich doch etwas wohler, auch wenn der Murcielago ziemlich geil ist, aber die Steuerung gefällt mir grundlegend nicht so ganz bei den Wagen. Auch wenn die Corvette weniger kann, mit der bin ich einfach sehr vertraut. Ich finde eine Corvette einfach schön und deswegen fahre ich sie. Schon alleine, weil ich so um die Kurven fahren kann mit dem Ding. Ja, oder so da hängen bleiben kann. Sprintrennen, also bloß am Ende Erster sein. Weiß ich nochmal Bescheid und Level Up. Oder auf Deutsch Levelaufstieg. Melissa, warum jetzt? Melissa hier mit Aufruf für Lauf 8. Muss ich noch was sagen? Seht in der App nach. Das Rennen geht los. Was ein Auflauf? Lauf 8? Aufruf? Wenn Auflauf, dann ja, her damit. Jam, jam, jam. Da kommt die Brücke. Wir sind noch locker Erster. Ich verkneif mir jetzt mal Nitro. Wir führen eh gerade. So. Nächste Kurve. Für die Corvettes. Oh, es geht wieder bergauf. Schön. Mit einem leistungsstarken Wagen macht das Laune. Zu Beginn mit dem Subaru bergauf, das war schwierig, weil der Wagen einfach nicht aus dem Knick kam. Oho, Vorsicht. So, hier die Kurve, die vorhin bei dem Togo nicht ganz funktioniert hat. Da sind wir gerade auf der Route. Boah, die sind ja weit hinten auf. War das schwer, ja, oder? Schwer war es doch. Saturday Night Drive, der war auch schwer. Sieht aber wieder gar nicht so aus. So, hier werde ich mal schön Schwung reinnehmen. Nein, nicht ganz. Ich wollte ihn nicht anschlagen. Diesmal ist es passiert. Vorhin bei Tauge nicht. Der Magnus ruft an. Alles klar. 8000. Dum, 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 dum. Hätten wir das? Was sind da mit unserer Corvette los? Warum lenken wir gerade um? Was ist denn da los? Macht die Werk kaputt? Wehe dem. Gut. Bei Amy weiterkommen. Neue Teile freischalten. Ja, warum nicht? Bei Magnus vorbeifahren. Wäre auch nicht verkehrt. Robin. Also das Tolle ist, ich habe ja immer die Spike-Mission ganz gerne gemacht, damit ich ihn einfach schnell loswerde. Und Spike, ja, ist gar nicht mehr. Ach, das ist unten. Sehe ich gerade. Dum, 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 dum. Bin fast da. Magnus an der Autobahn. CJ. Fantastisch. Auf schwer. 12.000. Wie viel haben wir eigentlich aktuell? Wieder über 100.000. Super. Reicht aber noch nicht für einen Ferrari. Und wenn wir ihn haben, wollen wir ihn noch ausbauen. Und von daher, Hallo Schild, das hatten wir doch schon mal, das Schild an dieser Stelle. Bums. Fahre das Sprintrennen gegen Magnus. Okay, bereit? Versuch einfach an mir dran zu bleiben, alles klar? Jetzt habe ich Lust auf dem Eis. Obwohl, das war nicht Magnus, das war Magnum. Der fährt ja auch so ein Porsche, stimmt ja, da gab's ja den Nakai und den Magnus. Oh. Mal gucken, wie er so mithalten kann mit seinem augenscheinlich schwachen Auto.
Aber es gibt immer wieder Wölfe im Schafspelz. Bisher läuft es ganz gut, aber er ist auch noch recht nah dran. Aber das dürfte das erste Mal sein, wo wir mit und gegen ihn fahren. Nitro gebe ich gerade mal nicht, weil... war zu viel los. Oh Gott, das war zu weit außen. Wollte eigentlich schön reindriften. Also obwohl die Corvette mehr auf Drift ausgelegt ist, kann ich die viel besser steuern. Die ist dann doch nicht so verzögert, komisch wie die Amusia-Lago. Oh, schöne Kurve. Wie weit fahren wir noch? Knappe 6 Kilometer. Die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Oh, jetzt kommt aber ran. Wie, oh, hallo, nur weil ich gedriftet habe. Den schnappen wir uns wieder. Wir sollen bloß gegen ihn fahren, aber dann gibt sich das Maximum an Geld. Also, gib mal her, Weihnachtsmann, den Platz 1. Kommt gleich wieder der Wasserfall. Ja, genau, die Gegend. Das war der Wasserfall. Ich habe mich zu sehr auf ihn konzentriert. Der Magnus wartet davon. Habt ihr das gesehen? Der stand fast. Gummiband, hallo. So, über 300 Sachen wiederkommen. Dann ist erstmal Schluss. Den Rest muss der Motor alleine hinbekommen. Weg mit den Schildern, die haben mich schon immer gestört. Jetzt mussten sie mal dran glauben. Und schlagartig wieder heller geworden. Ist so komisch, wenn man das wirklich mal... Oh Gott, ja toll, der war so klein, ich habe ihn genau ausgewählt. Wenn man das mal mit diesem Tageslicht... Oh, wir sind gleich im Ziel. Umschwung mal beachtet. Uiuiui. Ist das schon sehr seltsam. Juhu, gewonnen. 12.000. Meine, alles meine. Da habe ich keinen Bock zu teilen. Wobei, das Geld teile ich doch irgendwie, zumindest per Video auf YouTube. Das Ingame-Geld. Hey Kumpel, hier ist Magnus. Ich dachte, du hättest mal Lust auf was anderes, also habe ich mir was ausgedacht. Aha. Mal sehen, was passiert. Bis dann. Was soll das sein? Sag doch mal vorher. Aber gut, jetzt doch mal wieder Amy, würde ich meinen. Amy ist oben. Okay, auch bei Robin. Bei ihr schauen wir auch noch vorbei, aber nicht jetzt. Sie mache ich vielleicht zum Schluss. Marcos Sammlung, war das nicht irgendwie angedacht eigentlich Gymkhana? Na, da ist auf jeden Fall ein Sprint drin. 12.000 wieder. Hinter. Rap verfolgt jede Route und alle Punkte, also arbeite dich in der Speedwall nach oben. Sagt mir schon was. Wir sollen uns nicht einkeilen lassen von der Polenta, das ist mir auch recht nicht neu. Das ist wieder nicht unser Wagensound. Such dir einen Platz. Es geht gleich los. Okay. Aber den Wagensound kennen wir schon, der da gerade wieder abgespielt wurde. Oh Gott, was ist denn hier los? Es ist so eng und so voll und überhaupt. Wo ist Amy? Schaut sie bloß so? Ne, da vorne ist sie. Ein Sprintrennen über fast 10 Kilometer. Hoffenweise Porsche fahren hier mit rum. Ganz vorne fährt ein Nissan. Amy eben. Und jetzt sind wir vorne. Oh, Rücklicht, komm zurück. Danke. Sieht irgendwie süß aus, wie das so rumblinkt. Als ob die Corvette was im Auge hätte. Da mal kurz geblinzelt und dann ist wieder alles in Ordnung. Ach, hier sind wir auch schon mal mit der Amusia-Lago lang gefahren. An die Ecke kann ich mich gerade gut erinnern. Ich glaube, da ging es geradeaus. Ups, das war zu viel. Blockieren. Naja, ging so mittelmäßig gut. 7 von 21, also ein Drittel jetzt in etwa. Wer weiß, ob das streckenlängtechnisch mit einem Drittel hinhaut. Das war auch nicht schön. Ich muss da wieder vor. Wir sollen das nämlich gewinnen. Jetzt kommt eine interessante Kurve. Bin ich ja blöd angefahren.
fahre gerade einen Mist zusammen, sage ich euch. Ich könnte schon längst wieder auf der 1 sein. Oh, das war knapp. Beinahe Unfall, ja, durchaus. So, komm mal her. Dankeschön. Und weg hier. Keine 5 Kilometer mehr. Es kommt doch genau hier der weite Bogen. Also die Route ist auf jeden Fall schön zum Driften, aber wir fahren hier gerade einen Sprint rein. Weg mit den Schildern. Es gibt nämlich Zerstörungs-, also Gesetzesbrecherpunkte. Ach, was war das wieder? Mystische Wand. Okay, weiß ich Bescheid. Und da vorne wird sich über den Haufen gefahren. Ja, wo war? Die Lichter habe ich gesehen, deswegen wollte ich da links kleben bleiben. Blendung. Gemeinheit. Ach, da ist Amy. Amy, was machst du da? So, langsam sollten wir uns mal sicher auf die 1 setzen. Etwas mehr als 2 Kilometer noch. Kurve. Das klang jetzt übel. Mit 4 Schmackes von zerbrochenem Glas. So, etwas mehr als 1 Kilometer noch. Ich glaube, ich weiß, wo das endet. Ja, weil das Event sind wir auch schon mal gefahren, also diese Route hier. Endlich mal ein ordentlicher Drift. Genau, hier hinten kommt das Ziel. Einfach mal weggestoßen. Und das war's. Haben wir jetzt ein neues Teil, Amy? 12.000? Es geht alles schnell zu überspringen, weil wir das erst hatten. Unser rechter Rückspiegel haut schon wieder ab. Schnappschuss hochgeladen. Oh, wie kacke siehst du denn aus? Aha. Zylinder. So, Amy ruft jetzt nicht an, oder wie? Die Driftkurve kennen wir schon. Und gleich mal ausgebaut. Auch wenn nur minimal, aber hey. So, jetzt parke ich hier mal eben. Ah, kommt vorbei, okay. Dann nochmal Amy. Ja, dazu müsste sie erstmal anrufen. Dann auch zweimal Menno. Was gibt's denn hier? Einmal Drift-Contest, her damit. Bin ich dabei. 12.000? Klingt auch gut. Das bringt wieder Kohle. Brauch ich doch. Immer her damit. Haben, haben, haben will. Aber ich muss leider auch was abgeben, wenn ich mir was kaufe. Hier ist der Spaß. Shiroi Kabocha. Ja, 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 ja. Quatsch nicht. Ich kann das selbst. Ach, wir fahren bloß zu zweit. Und wir sollen auf jeden Fall gewinnen. Die Kurve ist mir auch bekannt. Oh, da kommt er angeschossen in seinem Fair Lady. Ach genau, diese Ecke hier. Ach, Amy ruft jetzt erst an. Ich hab keine Ahnung, Ames. Schwörst du? Ich würd's dir sagen. Was ist mit Robert? Nee, sie weiß nicht. Verdammter Spike, er weiß es. Aber er sagt's nicht. Ich bring ihn um. Okay, ich fahr zur Werkstatt. Bin bei dir, wenn er die Neuigkeiten hat. Das wär echt toll. Cool. Ich sehe euch beide dann. Also Mann, komm zur Garage. Ich brauche jede Unterstützung, verdammt. Das kann auch dich betreffen. Lass dich blicken. Menno, warum fährst du jetzt zur Werkstatt? Nee, du musst doch hier noch mitfahren. Was soll denn das? Quatschkopf. Ach, das war ja süß. Wir liegen minimal hinten. So, hier kann man nichts mitnehmen. Da heißt es einfach schnell durchfahren zur nächsten Kurve. Und hier muss ich jetzt mal mehr rausholen. Hat zu wenig Geschwindigkeit drauf. Und Menno führt deutlich.
So, das war doch jetzt ordentlich. Wir führen. Und wir haben mindestens eine Kurve Vorsprung. Die scharfe Kurve nehme ich, glaube ich, wieder voll. Genau, das bringt gute, solide 5000 Punkte in etwa. Das passt. Oh, Menno ist ja wirklich recht weit hinten. Dann bekommt er weniger Kurven hin, also weniger Punkte letztendlich. Je nachdem, wie er seine Kurven fährt. So, muss das. Genau. Oh, Punktlandung 67.000. Das war eng an der Bande. Also Driften mit der Corvette, das macht einfach Laune. Gibt kaum was Schöneres hier im Spiel. Bisher. Diesmal werden es mehr als 5.000. Oh. Jetzt hat er aber einen ordentlichen Rückstand, ist nicht nur auf der Strecke. Wir fahren nur noch eine Dreiviertelminute. Ah, ich komme hier blöd rein. Ich habe kaum Geschwindigkeit. Und für Nitro geben reicht es da auch nicht mehr. Aber das Ding gewinnen wir locker. So, nochmal zur Spitzkehre. Aber in den großen Bogen kommen wir nicht mehr. Nee, da kommen wir jetzt höchstens durch die kleine Engung hier hinten. Dann drehe ich mich hier nochmal. Bringt immerhin 1500 Punkte und noch was. Super, 12.000. Ja, Robin und Spike, wieder irgendwas mit Liebelei, was der eine nicht versteht, was der andere sagt und überhaupt. Müssen wir uns wohl mal anschauen, was da los ist. Ma, ich bin die Läufe nacheinander gefahren. War insgesamt ganz gut, bis auf ein paar knappe Situationen mit den Cops. Naja, gib ordentlich Gas, wir sprechen uns später. Peace. Alles klar. Bums, weg mit dem Hydranten. Was machen wir? Wollen wir in die Garage? Ja, komm. Wir gehen zurück zur Garage. Teleports. Zeitrennen, verewige dich auf der Route mit deiner Bestzeit, damit alle sie sehen können. Von mir aus muss das niemand großartig sehen, außer im Video. Synchronisiere deinen Drift. Warum ist denn dazu? Ist doch nicht normal, dass dazu ist. Sonst immer ist es offen, oder? Man hört es wieder, die Corvette kichert. Bloß wann? Na egal. Wir betreten jetzt einfach mal die Garage und schauen, was da auf uns wartet. Ach stimmt, weil wir da rein... Ach egal, es war zu. Bis die besten Upgrades und Teile erhöht ein Rap, indem du die ganze Stadt. In der ganzen Stadt Events gewinnst. Nein, 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 nein. Erzähl mir nicht, du kennst ein Riesengeheimnis und dann gehst du einfach, Mann. Sorry, Baby, die Information ist Gold wert und du willst sie nicht bezahlen. Okay, schön, schön. Ich tune deine ECU, okay? Erzähl's einfach, Mann, okay? Ein Kumpel von mir macht Pause im Diner. Er hat Travis. Und Nakai-san gesehen. Okay, Spike. Lügst du mich an? Und ich schwöre, ich mein's ernst. Hey. Nakai-san? Kuei des. Gesundheit. Yo, ich bin Spike. Alles klar? Domo. Hey, was sagt er da über mich, ja? Halt die Klappe, Spike. Raue Welt da draußen, ne? Der da drüben nicht. Ich erkläre das mal. Uns auszudrücken ist das, was uns vereint. Aber kein Auto ist gleich. Jeder Wagen ist anders. Komm, ich zeig dir alles.
Los, wir schauen mal nach, was die machen. Ab nach links. Wo seid denn ihr hin? Hallo? Nun gut, da haben wir ihn also schon mal jetzt auch wirklich hier im Bild kennengelernt, den Nakai-san. Von dem schwärmt ja Amy, die sind immer noch nicht da. Wie schön man da schnell rüberschauen kann. So, was macht ihr denn? Okay, dann würde ich sagen, ja, Folge schon wieder rum. Oh Mann, ich muss mich noch um diesen Wagen kümmern. Ich muss mich hier noch um so viel kümmern. Aber das können wir alles noch ganz gerne machen. Aber erst beim nächsten Mal geht's weiter. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.